Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und vor allem liebe Sportler. Die Union will Deutschland durch Sport gesünder machen. Jedenfalls schreibt sie das in ihrem Antragstitel. Wie? Es soll ein sogenannter Bewegungsgipfel stattfinden. Das ist übrigens dieselbe Union, die im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Grundrechte ohne jede Datengrundlage eingeschränkt hat. Sie haben damit auch das Sporttreiben massiv verhindert. Ich zitiere den Corona-Expertenrat: Eine Ermächtigung des Gesundheitsministeriums, um von anderen Gesetzen abzuweichen, ist verfassungswidrig. Wir als AfD-Fraktion behalten uns den Rechtsweg vor, und es wäre nicht das erste Mal, dass die Regierung Merkel gerichtsfest verfassungswidrig gehandelt hat. Alle, die an der epidemischen Notlage beteiligt waren, sie müssten alle vors Gericht. Schlimmer noch, die unionsgeführte Regierung hat unter dem Hashtag Besondere Helden mit Videos in den sozialen Medien die Faulheit und das Dickwerden propagiert. Wir schimmelten zu Hause rum, erklärt die fiktive Luise Lehmann. Es wurde auf dem Bett gelümmelt und schön fett frittierte Hähnchen gegessen. Heute beklagen Sie voller Heuchelei in Ihrem Antrag, dass 16% der Kinder dicker geworden seien und die Fitness um ein Drittel verschlechtert hätte. Sie und die SPD, Sie haben doch selbst Schuld. Das ist übrigens ein typisches Muster sozialistischer Politik. Erst wird ein Problem geschaffen, und dann wird es mit viel Pomp und Halleluja wieder bekämpft. Das ist so scheinheilig wie Wohnen in Wandlitz. Sie hätten es besser wissen müssen. Die Überlebensrate bei Covid lag und liegt bei über 99,7%. Eine epidemische Notlage lag also zu keinem Zeitpunkt vor. Der DOSB und die AfD haben frühzeitig gesagt, Sport ist Teil der Lösung und nicht des Problems. Im März 2021 habe ich persönlich hier im Plenum den Sport zur Covid-Prävention vorgeschlagen. Der Dank dafür war, im freisten Deutschland, was wir je hatten, wurde der YouTube-Kanal der AfD-Bundestagsfraktion gesperrt. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Inzwischen werden in Deutschland Bundestagsreden einfach wegzensiert. Wie die Sportpolitik richtig geht, können Sie bei der Alternative für Deutschland lernen. Allein in dieser Wahlperiode, die noch nicht mal ein Jahr alt ist, haben wir insgesamt 13 Anträge zum Sport eingebracht. Schreiben Sie einfach bei uns ab, da können Sie noch was lernen. Wir von der Alternative für Deutschland werden auch in Zukunft für den Sport genauso weitermachen. Dem Antrag werden wir trotzdem zustimmen. Sportfrei und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner in dieser Debatte ist Dr. André Hahn für DIE LINKE.